Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Cameo Elements of Power für die Xbox 360 weiter und haben jetzt beim letzten Mal erstmal eine herbe Niederlage einstecken müssen, weil wir einfach so aus der Trollburg herausgeworfen wurden, obwohl wir so nah dran waren. Aber schlussendlich waren sowohl unsere miese Schwester als auch der böse Trollkönig Thorn eine Nummer zu groß für uns. Thorn übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wir wurden herausgeworfen aus der Burg. Glücklicherweise wurden wir von unseren lieben Freunden aus dem Elfendorf so und so irgendwie gerettet, hierher gebracht. Und wir haben jetzt so ein ganz klein wenig unser Bewusstsein wieder erlangt. Wir haben ein Tutorial abgeschlossen und jetzt sind wir wieder einigermaßen gerüstet. Hoffentlich, um unsere Reise fortsetzen zu können. Wir sind übrigens im verzauberten Königreich. Okay, gut zu wissen. Oh, guck mal, kleine süße Puschel-Eichhörnchen. Puschelig, tralala. So, was macht ihr hier? Ich habe einige Informationen für dich. Du findest sie im Omnicon. Was denn los? Drücke Orto. Drücke Start. Lass uns zu der Hütte zurückkehren, in der du aufgewacht bist. Mysteria kann uns möglicherweise mehr darüber sagen, was mit deinen Elementarkriegern geschehen ist. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, der könnte noch nerviger werden als Navi aus Zelda Ocarina of Time. Ist aber nur so ein Gefühl. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir helfen kann. Tut mir leid. Vielleicht sollte ich den Helfer des Trainers um Rat fragen. Vielleicht solltest du oder vielleicht sollte ich? Manchmal haben die Figuren haben so ein bisschen Probleme damit, den richtigen Adressaten zu bestimmen, habe ich so das Gefühl. Kann aber auch nur mir liegen. So. Und das machst du aber ganz schön. Ja, immer schön wischiwaschi und so weiter und so fort, damit der Weg so richtig schön glänzt. So muss das, so darf das, so braucht das. Kann ich hier schweben? Nein. Ich hatte halt irgendwie gedacht, weil die hier hinten, die wollten ja unbedingt Wasser haben. Vielleicht erübrigt sich das mit dem Wasser aber später noch. Ja, guckt euch das an. Das ist jetzt zum Beispiel prädestiniert für Kampfkraut. Problem ist nur, ich habe Kampfkraut halt noch nicht. Oder nicht mehr. Die Bewachung dieses Teleports zu den Bergen ist der ruhigste Job der Welt. Es ist schon so lange Zeit verschlossen, nichts ist je durchgekommen. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht, ob ich so einen 8-Stunden-Job auf der Basis gerne hätte. 8 Stunden die ganze Zeit vor so einem stinklangweiligen Tor rumstehen. Also ich würde mir in jedem Fall ganz viel Zeit Beschäftigung irgendwie nebenher noch mitnehmen. Irgendwelche Bücher oder Videospiele oder irgendwas, um mich zu beschäftigen nebenan. Ansonsten, da wird mir ja kirre. Ich gehe jetzt einfach zurück zu Mysteria, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier in der Welt sowieso noch nicht so schrecklich viel machen, wenn ich noch keine Elementarkrieger-Power habe. Ist aber nur so ein Gefühl. Mysteria, ich habe das Omnicon und Orto sagt, es sei völlig wiederhergestellt. Er hat ja auch lange genug dafür gebraucht. Wenn wir schon dabei sind, über lang zu reden, solltest du dir mal deinen Rüssel im Spiegel betrachten. Was hast du gesagt? Oh, Verzeihung. Manchmal wird meine Stimme durch die Saiten gedämpft. Ich wollte nur wissen, ob du deinen Zauberstab schwingen könntest, um die fehlenden Elementarkobolde zu finden. Es ist ein Kristallauge. Und ich habe es bereits benutzt, um ihren Aufenthaltsort zu suchen. Sie sind in den Schattentrollen gefangen. Die Schattentrolle? Ziemlich absurd. Die Schattentrolle wurden vor sehr langer Zeit von Cameos Ahnen zur Strecke gebracht und sicher weggesperrt. Tatsächlich warst du es, der Tena überzeugt hat, das zu tun. Moment mal. Ich kenne die Legenden um die Schattentrolle, aber was ist so wichtig an den Elementarkobolden? Ah, du musst das verstehen. Als das Omnicon beschädigt wurde, schwer, möchte ich hinzufügen. Deshalb habe ich so lange gebraucht, um es zu reparieren. Als es beschädigt war, konnte das Buch die Elementarkrieger nicht mehr tragen. Und sie haben wieder ihre physikalische Form angenommen, die Elementarkobolde.
Die Kobolde ähneln kleinen Waldbewohnern. Und ohne die Kräfte des Omnikons sind sie sehr verletzlich. Wenn du sie jedoch wieder in das Buch hineinbekommst, können sie sich wieder in ihrer wahren Kriegerform manifestieren. Aber vorher musst du sie aus den Händen der Schattentrolle befreien. Ich hoffe, du hast genug gelernt. Meine Familie hat sie einmal geschlagen. Ich werde versuchen, auch diesmal siegreich zu sein. Zeig mir so viel wie möglich von diesen Dingern. Alles klar. Gruselig. Also das mit ihrem Auge. Sie schöpfen ihre Kraft aus dem Schattenreich und müssen häufig dorthin zurückkehren. Ein Portal zu diesem Land der Untoten befindet sich in den Wäldern in der Nähe. Wenn du es betrittst, wirst du unweigerlich auf einen Schattentroll stoßen. Klingt gut. Also muss ich als nächstes zu den Wäldern, ja? Sehe ich das richtig? Ich rede nochmal mit dir, einfach so, weil ich kann. Kann ich mit dir reden? Hallo? Du darfst dein Schicksal nicht fürchten. Gehe in den Wald, dort wirst du einen Schattentroll finden. Vernichte ihn und bringe den Elementarkobold an seinen Bestimmungsort, das Omnikon. Alles klar, Elementarkobolde, ich komme. To the rescue. Da, 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 da. Okay. Das ist jetzt natürlich kompletter Zufall, dass das jetzt so nebendran passiert, während wir, als wir dieses Gespräch hatten. Ja, ja, Omnikon sprechen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich irgendwas hier machen muss. Vielleicht hier reingehen? Ist nur so ein Gefühl. La la la. Oh mein Gott! Das ist ein kleines süßes Kampfkraut. Schattenreich. Was zum Geil. Die erregenden Schattentrollen können körperliche Angriffe nichts anhaben. Wir brauchen hier etwas Lichtenergie. Ja, und die bekomme ich woher? Lichtenergie. Hier leuchtet irgendwas. Au. Guck hier, das verursacht Schaden. Was? Verlorene Seele besiegst, kannst du mit Hilfe ihrer Energie den Schatten tritt nun in das Licht, um die Energie aufzunehmen. Ziele vorsichtig und schleudere die Energie gegen den Schattentroll. Okay. Gut, ich verstehe. Das war jetzt alles so ein bisschen schnell. Ich dachte, ich würde noch in einen Zielmodus wechseln, sobald ich die Energie aufgesogen habe, aber dem ist nicht so. So, also, kurzer Schleudertritt. Ich sauge das Vieh ein. Und im nächsten Moment, RT. Okay, das sah jetzt dramatischer aus, als es ist. Aber die Musik war cool. Wow, generell die Umgebung. Wie das Tor zur Hölle oder irgendwie sowas in der Art. So, und was bist du denn für ein kleines, süßes Kampfkraut? Ja, bist du nicht ein kleines, süßes, feines? Guckt euch das an, wie niedlich und klein und süß und putzelig das ist. Oh, das ist so schön. So, komm her. Ich will dich nicht absorbieren. Ich will dich lieb haben und knuddeln und nie wieder loslassen. Oh, Juppu. Okay.
Kampfkraut. Alles klar. Diesen Elementarkrieger solltest du kennen. Es ist dein alter Gefährte Kampfkraut. Er wird sicher im Omnikon bewahrt. Für eine Verwandlung musst du weise als nächstes Kampfkraut eine Morph-Taste zu. Wenn du bereits die Form eines Elementarkriegers angenommen hast, kannst du die ihm zugewiesene Morph-Taste nicht ändern. Nun, mach weiter! Nun kannst du dich in Kampfkraut verwandeln, indem du die ihm zugewiesene Morph-Taste drückst. Insgesamt können den Morph-Tasten bis zu 3 Krieger zugewiesen werden. Schau dir jetzt die Infoseite zu Kampfkraut an. Das könnte noch sehr lustig werden, insbesondere wenn wir dann tatsächlich 10 oder 11 Elementarkrieger beisammen haben. Da wird man immer fröhlich durchswitchen müssen und so. Aber irgendwie trotzdem ein interessantes Konzept. Auf der Infoseite findest du eine Liste mit den Techniken eines Kriegers. Markiere einfach eine der Techniken, um mehr über sie zu erfahren. Probier's mal mit der Technik Entwurzler. Ach so, ich habe jetzt auch so eine komische Frucht, ja? Erweiterte Techniken. Entwurzler. Die erweiterten Techniken sind neue oder verfeinerte Angriffsarten deiner Krieger. Um sie nutzen zu können, musst du Elementarfrüchte suchen und sammeln. Es sind bereits einige vorhanden, also gib Kampfkraut diese Früchte und schau dir dann die Entwurzler-Technik an. Ja, gut. Erweitern. Ich habe gar keine Wahl übrigens. Entwurzler gelernt. Ich habe einen Elementarkrieger zurückgeholt. Aber die anderen sind vielleicht nicht so leicht zu finden. Es ist wohl an der Zeit für einen weiteren Besuch bei dieser überheblichen Mysteria. Drücke Back, um das Buch wegzulegen. Ah, und schon sind wir wieder hier. Verzaubertes Königreich. Kampfkraut. Verwandlung. So, okay, aber den ganzen restlichen Kram kann ich, ne? Kriecher, ja. So. Stoß? Achso, Moment, was ist Entwurzler? Entwurzler ist eine Kombination aus, wenn ich im Kriechmodus bin. Achso, naja, das ist einfach nur der Aufwärtshaken. Ich musste den jetzt nochmal extra neu lernen. Ja, gut, von mir aus. So, trotzdem noch kurz in die Info gucken, was man dann noch später lernen kann. Klingenblätter, Doppelschlag, Krautkill. Natürlich. Geschichte. Die Königin des dritten Zeitalters hat große Teile ihres Lebens mit der Suche nach den Elementarkriegern verbracht und dabei mit ihren besten Truppen die Wildnis durchstreift. Eines Tages fand sie auf einer Wiese voller Früchte und Beeren einen Elementarkobold. Dank des sagenumwobenen Omnikon in ihrem Besitz gelang es der Königin, den Elementarkobold einzufangen und seine wahre Identität zu enthüllen. Kampfkraut, der Elementarkrieger, dessen Gegenwart die Ernten reich und die Früchte des Landes reif werden ließ. Mit ihrer Befehlsgewalt über Kampfkraut sollten die Elfen nie wieder Hunger leiden. Später gelang es der Königin, das Element der Gewalten zu nutzen und sich in Kampfkraut zu verwandeln. Mit seinen wirkungsvollen Kampftechniken schlug sie eine Rebellion in den alten Sargotha-Ruinen nieder. Ein Aufstand, der das Leben der Elfen nachhaltig bedroht hätte. Okay. Alternativer Skin? Was zum Geier? Ikam Bokam! Ja. Okay, cool. Ja. Machen wir aber nicht. Nein, nein, nein. Ich will hier keine Banjo-Kazooie-Show haben. Tut mir leid. Will ich nicht. So. Ich bin Kampfkraut. Sagt ihr jetzt irgendwas anderes? Hinter diesem Tor geht es zum vergessenen Wald. Aber es wurde von der anderen Seite verriegelt. Das macht mir nichts. Offensichtlich nicht. So, da ich jetzt Superkampfkraut bin, kann ich dementsprechend vielleicht das Pflanzenproblem hier hinten lösen. Durch einzigartige... Sag's durch die Blume-Fähigkeiten. Irgendwie nicht. Na gut, Entwurzler wäre jetzt auch wahrscheinlich nicht so die richtige... Oder wenn ich die anderen Pflanzen einfach mal komplett verdresche? Gebt euch mal ein bisschen Mühe mit Wachsen. Okay, ne. Schade. Kann ich das Schild lesen? Lesen. Mysterias Hütte. Ach was. Hallo Mysteria. Ich bin jetzt eine große Pflanze mit Boxhandschuhen. Yay. Hast du die Bestie erlegt? Sie war wie du, Mysteria. Auch ihr fehlte jegliche Schönheit. Aber... Aber ich habe getan, was notwendig war. Sehr gut.
Nun warte einen Moment, bis ich den nächsten Schattentroll ausfindig gemacht habe. Warte, hast du etwas Neues über Tena oder die anderen in Erfahrung gebracht? Leider nein. Aber je schneller du alle Elementarkobolde den Schattentrollen entreißen kannst, desto schneller wirst du die Macht wieder erlangen, um deine Familie zu retten. Sei nicht so eine Hexe, du Hexe. Schau in das Auge, um festzustellen, wie es ihnen geht. Fein. Mal sehen, was sich mir im Auge so alles offenbart. Das ist so widerlich. Mir wäre es lieber, wenn sie es nicht machen würde. Sehr aufschlussreich. Da ist Halis. Er wird zu einem versteckten Tempel tief in der Dunkelheit des vergessenen Waldes gebracht. Die Höhle eines alten Dämons, der so furchtbar mächtig ist, dass er jedem Wesen die Seele aussaugen kann. Ich nehme an, jetzt wirst du versuchen, ihn zu retten. Die Reise in den vergessenen Wald wird ein gefährliches Unterfangen. Und nur du kannst diesen Weg gehen, aber ich werde dich bis zum Ödland begleiten. Dann schreite voran, mein nobler Trainer. War da jetzt ein Spur Sarkasmus in ihrer Stimme? Inhalt wird gespeichert. Gut. Ich würde sagen, das ist jetzt wieder ein guter Moment, um vielleicht eine Pause einzulegen. Ja, also wir haben unseren ersten Elementarkrieger wiedergefunden. Kampfkraut. Ging schneller als gedacht. Glücklicherweise. Und beim nächsten Mal betreten wir hoffentlich bald die Tore des unheimlichen Waldes, um dort unseren Onkel oder so zu befreien, der in einen... Durcheinander? Ich kann dir helfen. Ich kenne diese Seiten auswendig. Er ist noch nerviger als Navi. Um dann halt dort in diesen Wald zu gehen, einen dunklen Tempel zu betreten, unseren Onkel zu retten, bla 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 und so weiter und so fort. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. So, ich sag dir für den Moment aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.